Tag No Hunter war noch ein bisschen scary, aber den machen wir nochmal. Ihr wisst, was das heißt, wenn ich einen No-Hook mache. Yes! Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder in Harburg unterwegs, in Heimfeld. Einige kennen vielleicht aus der Gegend hier die Sprünge. Wir fahren heute Session. Ich zeige euch gleich durch die Helmperspektive den ganzen Park hier. Ich habe Bock, ein paar Tricks zu machen. Ein paar Jungs sind auch dabei, die ich schon vom Gesicht her kenne, aber ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt eine wilde Session. Jo, Abfahrt. Ah, wie Abfahrt. So, wir haben jetzt hier 3 Sprünge zuerst und danach kommt eine Kurve und dann geht es wieder zurück. Zurück an Anfang. Soll ich vor? Ah, ja, fahrt. Geht's. Ja, hier geht's wieder zurück. Ja, mit einem kleinen Pumptrack. Das zeige ich auch noch mal kurz. Kann man auch geil wegdrücken hier. Richtig schön Schwung aufbauen jetzt für die Kurve. Extrem geil. Ja, ich bin lange nicht mehr hier gewesen, also ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, hier geht einiges. Also ich habe auf jeden Fall echt Bock. Ist auch ein bisschen frisch, aber geht schon klar. Die sind echt ein bisschen komisch, aber da muss man sich auch dran gewöhnen. Oh, die Sprünge sind echt nicht so geil dafür. Sag ich ehrlich. Boah. Boah. Wow. Gefühlt jedes Mal, wenn ich hier bin, sind die immer wieder umgebaut, aber ist immer wieder ganz cool. Hier ein Local von hier kommt. Oh Gott, nein. Oh, Alter! Stark! War schon clean, oder? Ja, schon irgendwie. Hat was. Oh. Ja! Wenn man die clean fährt, dann macht die echt Spaß, aber sonst ist es echt schwierig, die zu dosieren. Auf geht's. Was machen wir? Tailwhip. Auf geht's. Auf geht's, Tailwhip. Okay, Tailwhip geht. Schade. Ja, die machen wir nochmal. Okay, Tailwhip, take two.
wir gehen wieder rüber. Da ist ein bisschen mehr los, da können wir ein bisschen mehr was machen, weil die Sprünge auch ein bisschen besser zu dosieren sind. Aber ich habe das Gefühl, ich kann heute wieder 3 an die Landung machen. Ja, dann. Gehen wir safe. Vollgas. Alter. War das mit dem Vorderrad oben an der Lift? Ja. Geil. One-Foot-Ken-Tanz gemacht. Jetzt so langsam kennt man die Sprünge. Geil. So, ich habe mir eine neue Line überlegt. No Hand am ersten, 3 am zweiten, dann, wenn ich schön Bass bin. Auf geht's. Yes. Jo, Abfahrt! Lecken. Dann hatte er ganz viele Nexus in 2.8. Das ist das Ende meines Lebens, Hinterradreifen für das E-Bike. Das ist eine coole Sache. Ja. Ach, Stößchen. So, gleiche Line nochmal. Am letzten machen wir einen No-Foot. Okay, ihr wisst, was das heißt, wenn ich einen No-Foot mache und anteste. Ich glaube, dann wisst ihr alle, was ich machen will. Yes! Geil! Oh! Yes! Was ein Gefühl! Jo Leute, jetzt kommt der Tailwind! So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt schon wieder an unserem Bahnhof, wo es jetzt nach Hause geht. Ja, es war einfach eine richtig geile Session. Einfach mal wieder draußen und mit anderen Jungs unterwegs gewesen. Ja, auch wieder ein paar Leute kennengelernt. Richtig geil. Hat richtig gebockt, auf der Maschine wieder unterwegs gewesen zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, habt eine gute Zeit.